Hallo, willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir sind stehen geblieben bei Mordus oder so. Und der scheint uns zu ermöglichen, einen Quellenmagiepunkt zu bekommen. Ist mir neu, also beziehungsweise ich wusste nicht, dass der das macht, weil das habe ich in dem Spielstand, in einem anderen Spielstand mit meinem Kumpel, habe ich es halt nicht gemacht. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob er es wirklich auch machen möchte. Und wir lassen ihn dann ja dadurch laufen. Weiß ja nicht, wie das ist, ob wir dann trotzdem noch die Möglichkeit haben, ihn theoretisch umzubringen. Eventuell. Weil solche Optionen gibt das Spiel ja immer mal sehr gerne. Ja. Und wir sollen, um dieses, um diesen Quellenmagiepunkt zu bekommen, in ein Herz von einer leeren Erwachten einbeißen. Sehr kurios. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es wirklich klappt. Vielleicht bringt uns das auch eigentlich eher um. Wir machen es aber mal. Ich habe mal vorher gespeichert. The thick pus explodes into your mouth, coating the back of your throat. You can feel it running down your throat like rancid custard. Dass wir hier erkrankt werden, das habe ich mir schon gedacht. You start to retch, your body struggling to reject this intruder. But your teeth clamp down hard on the fibrous, gritty flesh as you force yourself to chew and swallow. Deep within you, you feel something change. Your soul opens up, and you feel it swell as new channels for source start to flow through you. You swallow all you can, and despite the meat in your stomach, you feel a new space inside you, a potential waiting to be filled. There, I held up my end of the bargain. I did as you asked, and now I'm getting as far from this cave as my bones will take me. Okay, ich habe die Option, ihn jetzt zu töten. Das Bestie. Ja, die Frage ist halt eben, die können uns ja auch... Die Sympathie geht dann halt runter, ne? Bin ich so böse und sage nö? Ich mach das mal, glaube ich. Ich versuch's mal. Just a prank, würde ich sagen. Mordus looks at you in shock. His skull twists into a mask of rage as comprehension dawns and oblivion opens before him. Liar! Traitor! I hope he rips your guts out your ears! The frail skeleton is still screaming obscenities when you bring your weapon down, caving in his skull. The jaw falls silent, dropping to the floor with a crack, and the pile of bones lies silent. Yeah, wie geil! I've never felt so alive. You feel newfound powers of the source course wildly through your body. Deep inside your soul, your god calls for you. Das finde ich, also, da muss ich echt sagen, richtig geil. Mal wieder was Neues entdeckt, was ich vorher noch nicht wusste. Und super geil gewesen. Dass ich halt jetzt den ersten Quellenmagie, also im Endeffekt den ersten von zwei Quellenmagie-Punkten, den man sich hier holen soll, jetzt schon besorgt. Und dann gleich auch noch ihn umgebracht. Weil es ist eigentlich so, wenn du nicht das machst, was die dann, dass die Leute dann sagen, um an den Quellenmagie-Punkt zu bekommen, dann bekommst du ihn auch eigentlich nicht. Gut, außer noch bei einer anderen Person, wobei das ist keine Person, das ist halt auch eine Echse. Das ist ein Dämon im Endeffekt. Da kriegst du den Quellenmagiepunkt auch zuerst und dann musst du halt eine Aufgabe für den lösen, aber die muss man dann auch nicht unbedingt machen.
Das wäre zum Beispiel eine Option, dann noch einen Punkt zu holen. Es gibt aber noch andere. Also im Endeffekt könnten wir jetzt eigentlich nur stark zum Dämon gehen und sagen, hier, gib uns den Quellmagie-Punkt und dann sind wir weg. Dann können wir die Insel verlassen. Aber wir sehen uns noch ein bisschen weiter hier auf der Insel um. Das wäre ja ein bisschen zu öde, wenn wir einfach nur schnurstracks durchlaufen. Vor allen Dingen, weil wir ja levelmäßig, glaube ich, ein bisschen mehr wäre da gut. Aber das fand ich super. Es hat funktioniert und wir haben ihn umgebracht. It would be wise to meet with your god again by performing the Meister's Ritual here or in Siva's Vault. Also, was jetzt passiert ist, ist jedes Mal, wenn wir einen Quenmagie-Punkt bekommen, also zweimal im Endeffekt, müssen wir dieses Ritual noch einmal durchführen. Deswegen brauchen wir unbedingt dieses Zeug zweimal, damit wir halt, also diese komischen Wurzeln, damit wir das zweimal ausfüllen können. Und das bekommen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal von ihr. Dementsprechend müssen wir uns das nochmal suchen. Oder haben wir das hier? Ne, das ist eine Blutruhe. Also wir müssen uns das Zeug nochmal suchen. Und wie gesagt, das zweimal. Das reicht. Und jedes Mal, wenn wir dann das machen, also jetzt, ne, bekommen wir noch eine neue Quellenmagie-Fähigkeit hier dazu. Am Ende, beim dritten Mal. Nee, war es beim dritten Mal? Nee, ich glaube jetzt sogar schon. Oder? Ich glaube sogar jetzt schon, wenn wir das jetzt schon machen, würden wir den Quellenvampirismus bekommen, wodurch wir dann aus Leichen und aus lebenden Objekten Quellenmagie rausziehen können. Das wäre natürlich super, wenn wir das haben. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir so hier noch diese, also einen so einen Gegenstand, also noch einen so einen, für das Ritual brauchen wir noch diese komischen Wurzeln. Und das müssen wir uns immer noch besorgen. So, Mordos Amulett. Das klingt ganz gut. Vielleicht für mich. Das Ding ist nur, es ist halt Mordos Amulett. Eventuell ist da auch ein bisschen Flug drauf oder so. So, wir haben erstmal hier Kapitel 4, das Meistern der Quelle. Tag 8, 11.33 Uhr. Dank eines feigen, untoten Zwerges namens Mordos beherrsche ich meine Quellenkräfte auf ungeahntem Niveau. Schon bald werde ich mein Schicksal erfüllen. Klingt so ein bisschen evil, aber wir waren ja auch ein bisschen evil. Fand ich cool. Mächtiges Erwachen. Tag 8, 11.33 Uhr. Wir haben noch mehr Quellenpotenzial in uns erschlossen. Wir sollten das Ritual der Gotterweckenden erneut abschließen, um mit unserer Mission fortzufahren. Und Schatten über Treibholz. Tag 8, 11.23 Uhr. Mordos hat uns angeboten, unsere Beherrschung der Quellenkräfte zu vertiefen. Und das, um das zu tun, müssen wir das Herz eines leeren Erwachten verzehren. Wir haben uns dazu bereit erklärt. Ja, und Mordos dann trotzdem umgebracht. Nice. Hab halt gedacht, wenn wir ihn jetzt laufen lassen würden, dann würden würde die Sympathie unserer Mitläufer, im Endeffekt ja schon, aber unserer Gruppenmitglieder so ein bisschen sinken. Das wäre nicht so cool. Kann nämlich bis zu dem Punkt führen, dass wir mit denen gar nicht mehr reden können. Wodurch dann ein Gruppenmitglied theoretisch sogar die Gruppe verlässt und man den dann nicht mehr zurückholen kann. Ist nicht so ganz geil. Wird gespeichert. Und wir werden jetzt dieses Amulett mal anlegen. Oder ich guck mal, es ist 49 und wir haben 14. Sie hat 13. 13. Im Endeffekt können wir ihr das. Ah, das ist ja so ein Finesse-Ding, ne? Aber wir können ihr das dann, dieses Amulett der Lehre geben und dann ist schon alles Schnieke. Ah, weil die hat ja so viel Zeug schon bekommen, dass ich dann vielleicht auch wieder was bekomme. Im Endeffekt könnte ich das Amulett, was ich habe, ihr geben.
Oh ja, er hat aber auch so. Aber er hat ja auch hier mal so ein Axttier bekommen, ne? Glaube ich. Ah, ist halt schwierig. Und er, ich glaube, ja, er hat hier, glaube ich, den Ring, dieses Amulett, das wir einmal gefunden haben, bekommen, ne? Also Bestie ist, glaube ich, der von uns, der eigentlich am aktuellsten ausgerüstet ist. Gut, außer hier so zwei Teile, aber ansonsten ist Bestie, glaube ich, der einzige von uns, der super aktuell ausgerüstet ist. Oder? Ah ne, doch nicht. Gerade wieder auf den Finesse-Wert geachtet. Stufe 6, Stufe 6. Naja, aber es geht noch. Ich glaube, ich rüste mich mal damit aus. Nichts passiert. Und raus. Und rein. Dafür dann hier. Switch. Das dann. Wie fahren? Jetzt hat sie schon wieder ihr. Ich verstehe es nicht, warum ihr Schild immer abgelegt wird. Das macht so keinen Sinn. Was zum Teufel legt denn ihr Schild bitte ab? Na gut. Die fahren. Das mit den Gliedmaßen machen wir mal wieder ein bisschen später. Dann lassen wir die essen. So, Ifan. Ja, eigentlich sind wir jetzt dadurch auch ganz gut mit der Höhle fertig. Zack. Gefällt mir nicht sehr gut. Was mache ich denn da? Kamera bewegen. Haben wir noch ein Leichen. Ich glaube, an Gegnern werden wir jetzt hier drin auch nicht mehr so krass was finden. Oder? Was ist denn hier? Gespeichert? Schnitter Klippen? Kommen wir denn jetzt raus auf einmal? Der Sound kurz gehakt, weil ich eine falsche Taste gedrückt habe, ja. Urplötzlich sind wir auf einmal von da nach hier oben gekommen. Und haben hier Schnitterhöhle. Oh lol. Und ist ja abgeschlossen, ja. In der Höhle sind wir jetzt durch. Damit haben wir aber auch etwas sehr Essentielles übersprungen. Hier oben befindet sich nämlich eigentlich so ein Zolleintreiber-Troll. Den haben wir damit jetzt übersprungen. Ist aber jetzt auch gar nicht so schlimm. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir jetzt hier durchaus eh hochkommen oder nicht. Also, irgendwie so danach raus. Das führt hier keinen Weg nach oben. Also, es ist sowieso egal. Wir müssen dann nochmal zu meinem anderen Wegpunkt hin. Oder? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich hier theoretisch, da ist dieser Troll. Wüsste jetzt nicht, wie ich da hochkommen würde.
Ja. Also wir könnten natürlich nochmal die Höhle durchsuchen, aber ich denke halt eben, dass es keinen Sinn macht. Aber es macht keinen Sinn, diese Höhle jetzt zu durchsuchen. Ich will mal gucken, welches Level da toll ist. 18. Okay, hier haben wir schon Stufe 18 Gegner. Wir müssten mal gucken, ob wir gegen die mit Stufe... aber ich glaube, der Troll ist Stufe 18, weil man den glaube ich, nicht bekämpfen sollte. Die Höhle hat natürlich noch ein paar Gegner. Aber ich glaube, wir schauen jetzt erstmal... so weiter. Und gehen erstmal nach Treibholz. So. Der Sound hängt hier manchmal ein bisschen. So, wir gehen jetzt nochmal den Weg ein bisschen weiter. Den normalen Weg, dann über die... zum Troll. Und eventuell werden wir dann mal beim Troll versuchen, den zu besiegen. Wenn nicht, dann machen wir da diese Quest, die da auftaucht. Muss, glaube ich, mal irgendwie den blöden Google Assistenten da mal deaktivieren. Das nervt immer. Wenn er sich dann da so aktiviert automatisch. Was zum Achso, weil wir ja auch oben lang gelaufen sind, ne? Und nicht unten. Oder so eine Truhe, deswegen wahrscheinlich auch die Trap. Komm, die machen wir jetzt mal hier kaputt. Na, kaputt, sagte ich. Achso, wahrscheinlich aktiviert der Schalter einfach nur die Falle, oder? Ja. Look out. I see a trap nearby. So, hier hätte man nämlich auch im Endeffekt reingehen können in diese Ruine. Aber das sind wir ja nicht. Wir sind ja anders da reingegangen. Damit wir ja diesen Höhenvorteil haben. Und über diesen Weg jetzt hier kommt man zu diesem Troll. Ja, noch da lang. Aber man kann auch noch woanders lang. Und da ist dann auch nochmal eine Brücke. Und da ist noch ein anderer Troll. Und das ist dann halt die Quest, die man machen kann, um halt einen Weg rüber zu bekommen. Kann sie aber auch attackieren. Und das will ich jetzt mal versuchen, ob wir das aushalten. Weil ich weiß, auf dem normalen... Ups. Ich weiß, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad... geht das nämlich nicht. Das ist nämlich ein wenig schwierig. Der bringt einen da nämlich sofort um. Irgendwas haben wir entdeckt. Irgendwas haben wir identifiziert. Nicht identifiziert, sondern irgendwie entdeckt, aber weiß halt nicht was, weil ich da jetzt gerade nicht hingeguckt habe, wo es aufgeleuchtet hat. Deswegen sehe ich das jetzt hier nicht. Ich ja nochmal, weil wir jetzt die Quest haben, die nämlich meine mit dem Troll. Feindliche Übernahme.
Wir haben eine Blutspur entdeckt. Es sieht so aus, als hätte jemand in der Nähe ein gewaltsames Ende gefunden. Achso, ist das schon die Quest hier von dem oder ist es noch eine separate? Aber ich glaube, das müsste die hier sein, die von dem hier getriggert wird. Back off, Pigeon! This is my bridge and I don't suffer fools on it. The enormous, unusually red troll looms over you with his fists clenched threateningly. His expression is stern, yet you can see the tiniest twinkle in his intelligent eyes. Didn't hear me the first time, parrot. Ich hab dich gehört. Und ich bin kein Depp. He smiles a jagged and magnanimous grin. Each pitchfork-pointed tooth seems to threaten you individually. We'll see. You want to cross my bridge? Seine Brücke? Also deine Brücke? Ich bin mir sicher, dass sie von Steuergeldern bezahlt wurde. Look at this wreck. Ja. No taxpayer coin has touched it in a hot second. Ja, aber du hast auch bestimmt nicht dafür gesorgt, dass diese Brücke entstanden ist. He kicks the edge of the bridge, sending a sizable chunk of rock flying perilously close to your eye. I'm the only thing standing between this bridge and the void. These days, everything is in decline. Ich will nicht so enden wie sie, ne? Well, I killed them. Nobody crosses my bridge for free, and they didn't pay the toll. Mind you, they hadn't tongues to bargain with, nor pockets for coin. But still, a troll must stand by his principles. Weiche zurück. If you won't pay, you can't stay. Penner. Ridiculous. Back so soon. If you won't. Nein. Oh, der greift uns natürlich nicht automatisch an. Aber was ist, wenn ich jetzt im Endeffekt. Penner. Hey, there's no need for any fisticuffs between friends. Ja. Auch im leichten Schwierigkeitsgrad ist es nicht gedacht, dass wir diesen Troll besiegen. Der macht nämlich extrem viel Damage, wie man hier sieht. Gut, dann denke ich mal, werden wir nicht mit dem Troll ja, also ne, wir werden ich das fand das einfach genau. So. Wir werden beim nächsten Mal nochmal mit dem Troll reden. Und zwar würde ich gerne herausfinden, wie viel es kostet. Und dann je nachdem abwägen, ob wir das machen oder ob wir das dann nicht machen und dann mal uns noch ein bisschen umschauen. Obwohl wir uns sowieso vielleicht mal umschauen können. Also ich meine, wir könnten trotzdem mal die Quest dann machen. Mit dem Troll, mit einem anderen Troll und dann könnte man machen. Wir müssen halt über diese Brücke. Das Ding ist nämlich, dass dahinter die ganzen Sachen wachsen für das Ritual. Anders geht's halt nicht. Ja, dann schauen wir, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bei Divinity Original Sin 2. Haut rein. Bis.